Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Painting Tutorial. Diesmal zeige ich euch, wie ihr ein Stormcast Eternal aus der neuen Grundbox des neuen Warhammers Age of Sigmar anmalen könnt. Wie immer habt ihr hier die Farbliste. Wer mit reinen Citadel-Farben arbeitet, kann sich unten in der Videobeschreibung einen Link anschauen, wo eine Vergleichstabelle zu finden ist. Nachdem ich die Miniatur grau grundiert habe ich die erste Farbschicht für die Rüstung aufgetragen. Ich habe in dem Fall Bright Bronze benutzt. Die Grundschicht Bright Bronze dient dazu, das Grau zu überdecken und eine gute Schicht für das Gold zu liefern, da das Gold nicht sehr stark deckt und dann entweder eine braune oder eine kupferfarbene Schicht darunter sein sollte. Der nächste Schritt war die erste Grundschicht Gold. Ich habe hier Glorious Gold verwendet. Ich benutze für die Gold-Grundfarben jetzt einen Airbrush, einfach damit es schneller geht, ist aber nicht zwingend notwendig. Also das Ergebnis ist kein anderes, wenn ihr jetzt einen Pinsel benutzen würdet. Ich werde auch weiterhin mit dem Pinsel ab dem nächsten Schritt arbeiten, einfach damit ihr seht, wie ihr die Miniatur mit dem Pinsel bemalen könnt, falls ihr keinen Airbrush habt. Ja, wenn ihr wollt, mache ich euch gerne auch nochmal ein Tutorial, wie ihr die komplette Miniatur mit dem Airbrush bemalen könntet. Wäre auch nicht allzu viel schwerer. Aber da viele von euch wahrscheinlich keinen Airbrush zur Verfügung haben, gibt es hier ein Pinsel-Tutorial. Nachdem das Gold komplett getrocknet ist, fange ich an, die komplette Rüstung zu tuschen. Hierfür benutze ich Ragtime Flash Shade von Citadel. Hier ist es relativ wichtig, darauf zu achten, dass ihr alle Vertiefungen erwischt, dass ihr da eine schöne Schattierung reinbringt, sich die Farbe aber nicht zu sehr auf den Platten und auf den erhobenen Flächen absetzt, sodass sie Pfützen bilden könnte. Das gibt hinterher ein ziemlich unschönes Ergebnis und ihr müsst viel mehr ausbessern, als wenn ihr beim Schritt der Tusche da schon drauf achtet. Ich arbeite hier übrigens ein kleines bisschen ungewohnt. Ich trage nicht erst alle Grundfarben auf, tusche dann und schichte und highlighte dann den Rest, sondern ich bearbeite diesmal erst die komplette Rüstung, einfach weil es der größte Teil der Miniatur ist und auch das einzige Mal, dass ich Ragtime Flash Shade benutze. Und dann ist der Schritt damit komplett erledigt. Setzt allerdings bei den nächsten Schritten etwas mehr Sorgfalt voraus. So, nachdem die Tusche komplett getrocknet ist, ich habe der Tusche jetzt mal so eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit zum Trocknen gegeben, stelle ich die Goldflächen wieder her. Der Glanz ist durch die Tusche etwas vergangen, sag ich mal. Deswegen werde ich jetzt alle Flächen, die richtig schön goldglänzend sein sollen, also alles bis auf die Vertiefung, wieder mit Glorious Gold zu altem Glanz zurückführen. Dieser Schritt ist ziemlich langwierig, genauso wie die meisten nächsten Schritte. Deswegen kürze ich ab hier die Schritte ab. Ich zeige euch, welche Flächen ihr mit welcher Farbe bemalen müsst. Macht so einen kleinen Anfang und macht das meiste dann mit ausgeschalteter Kamera zu Ende, weil es einfach lange dauert und naja, ich will das Tutorial jetzt nicht ewig in die Länge ziehen. Es sollte alles zu erkennen sein, was gemacht werden muss. Wer trotzdem Probleme hat, schreibt es mir einfach in die Comments, dann erkläre ich es nochmal Schritt für Schritt.
Im zweiten Schritt des Goldschichtens benutze ich Polished Gold und bemale hiermit nochmal alle erhöhten Flächen und kümmere mich speziell um die Ränder der Miniatur, einfach um so ein gewisses Edge-Highlighting hinzubekommen und halt die höchsten Flächen nochmal richtig schön glänzend zu machen. Man könnte jetzt theoretisch noch einen dritten Schritt als Edge-Highlight mit Silver machen, aber davon habe ich jetzt mal abgesehen, weil ich finde, dass Silver immer sehr schnell dann nach Weißgold aussieht, sprich ein Silber mit einem Goldschimmer anstatt ein Gold mit einem Silberschimmer von mir aus. Deswegen ist für mich nach dieser Schicht mit Polished Gold das Gold erledigt. Als nächstes mache ich weiter mit Blau. Hierfür benutze ich Stormy Blue und bemale diese Art Lendenschurz sowie die Schulterplatten. Eben mit dieser Farbe. Auch unten an der Schuppenrüstung ist es genau, sind die Seiten mit Blau zu bemalen und dieser Stofffetzen, Schurz, wie auch immer, ist von der Rückseite auch nochmal blau zu bemalen. Wie ihr vielleicht merkt, ich halte mich hier komplett an das Farbschema von Games Workshop, welches in der Grundbox so, ich sag mal, vorgegeben ist. Es gibt hier noch diverse andere, aber das ist so das Gebräuchlichste. Deswegen halte ich mich jetzt mal erstmal daran. Vielleicht mache ich noch andere Videos zu anderen Farbschichten. Am Schild genau das gleiche. Das Schild ist ja mehr oder weniger komplett blau, bis auf diverse goldene Applikationen und die Blitze, die halt hinterher weiß werden. Hier müsst ihr jetzt ein kleines bisschen sorgfältiger sein, um die ganzen Details rumzumalen und das ist aufpassen, dass ihr das Gold, was ihr vorher sorgfältig geschichtet habt, jetzt nicht wieder übermalt. Als nächsten Schritt habe ich Schwarz benutzt, um die Gürtel und die Schwertscheide zu bemalen. Genauso wie hinten in den Kniekehlen der durchscheinende Stoff. Das alles wird halt schwarz gemacht. Und in einem weiteren Schritt werden wir das Ganze auch noch highlighten. Wie ihr seht, oben am Helm sind auch so kleine Riemchen. Die habe ich jetzt auch mal schwarz bemalt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so muss. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Stormcast Eternal von hinten gesehen. Auf den Bildern sieht man ihn irgendwie immer nur von vorne. Ich dachte mir aber, es sind Riemen, also machen wir das auch mal schwarz. Genauso wie den Griff am Schild, den bemale ich auch einfach mal in schwarz. So, hier sieht man jetzt auch die Kniekehlen, das habe ich gerade irgendwie vergessen, deshalb hole ich jetzt gerade nach. Als nächsten Schritt bemalen wir die Griffe der Waffen. Hierfür benutze ich Warlord Purple. Damit einfach etwas verdünnt, damit die Details nicht verdeckt werden, die Griffe der Waffe bemalen. Ich rate generell dazu, die Farben immer etwas zu verdünnen, weil es einfach besser aussieht, wenn man zwei dünne Schichten aufträgt, was ich auch größtenteils gemacht habe, anstatt eine dicke. Dicke Farbschichten verdecken kleine Details sehr gerne. Und das wird dadurch eben verhindert, dass man die Farbe etwas verdünnt. Wenn das erledigt ist, werden alle silbernen Parts angemalt. In dem Fall ist es der Kopf des Hammers, einige kleine Details auf der Rüstung sowie der Schuppenpanzer vorne an dem Schurz. Hier sieht man auch ganz schön, dass das Silber nicht wirklich deckt. Ich habe übrigens Gunmetal benutzt, sondern dass man eventuell eine zweite Schicht auftragen sollte. Wenn man jetzt hier eine dicke Schicht auftragen würde, einfach damit es besser deckt, wird das hinterher nicht mehr aussehen, sondern einfach plakativ irgendwie draufgeklatscht. Nimmt man zwei dünne Farbschichten, sieht das Ganze viel schöner und gleichmäßiger aus. Am Schild hinten, diese kleinen Halterungen für den Schildgriff, die habe ich ebenfalls silber bemalt. Und wenn das Ganze trocken ist, kommen wir auch zum letzten Schritt der Grundfarben. Und das sind diese kleinen Applikationen, die Blitze, einmal auf dem Schulterpolster, auf der Schulterklappe, Schulterschutz, was auch immer. Und das gleiche nochmal auf dem Schild.
Hier müsst ihr jetzt natürlich ein bisschen sorgfältiger arbeiten, eben um die Farbschichten, die ihr vorher schon bemalt habt, nicht nochmal komplett drüber zu bemalen. Ich habe es jetzt hier auch nur angedeutet und die ganzen Ränder gleich mit ausgeschalteter Kamera bemalt, einfach weil das vor der Kamera ein bisschen zu prickelig ist. Wenn ihr das alles gemacht habt, schnappt euch euer Nullen Oil und tuscht alle Bereiche, die jetzt gerade nach dem Gold bemalt worden sind. Sprich das Pink, das Blau, das Silber, das Schwarz, muss man jetzt nicht unbedingt, und das Wolf Grey. Auch hier gilt wieder, lieber weniger Tusche nehmen und zweimal drüber gehen, als einmal zu viel Tusche benutzen und das Ganze sich in Pfützen dann auf die Miniatur legen zu lassen. Hier solltet ihr eventuell einen kleineren Pinsel benutzen, einfach um zu verhindern, dass die Tusche jetzt auf die Goldflächen kommt, runterläuft, einfach damit ihr mehr Kontrolle über eure Tusche habt. Nachdem die Tusche trocken ist, ich habe ihr wieder 30 bis 45 Minuten Zeit zum Trocknen gegeben, fangen wir an, die Farben wieder herzustellen, die durch die Tusche jetzt abgedunkelt worden sind. Ich fange wieder mit Blau an. Hierfür habe ich wieder das Stormy Blue benutzt. Da hierbei ist darauf zu achten, dass ihr einfach nur die Bereiche auslasst, in denen sich die Tusche an den Rändern gesammelt hat. Einfach grob um die einzelnen Objekte, wie jetzt zum Beispiel um die Blitze herum malen. Und dann hat sich die ganze Geschichte eigentlich auch schon. Genauso wie hinten bei dem Schurz, einfach die hohen Flächen einmal mit dem Blau bemalen. Und dann ist das auch fertig. Am Schild genau das gleiche. Einmal Blau nehmen. Am besten einen Detail Brush verwenden, oder in meinem Fall habe ich sogar einen Small Detail verwendet. Einmal recht grob um die einzelnen Objekte drumherum malen, dass genau da eben die Tusche zum Tragen kommt. Und das Schild nach außen hin, wo sehr viel blau ist, eben halt blau ist und nicht blau-schwarz. Danach machen wir das gleiche mit den Griffen der Waffe, die jetzt ziemlich dunkel sind. Wir benutzen wieder Warlord Purple. Achten darauf, dass wenig Farbe am Pinsel ist, da die Details relativ fein sind, und benutzen die Pinselseite, um ganz, ganz leicht und vorsichtig über die Waffengriffe drüber zu gehen. Dadurch bleibt die Farbe an den höchsten Stellen hängen und erzeugen automatisch, ja, Details und Highlights auf der Waffe, auf den Griffen der Waffe. Mit Ashen Grey bemalen wir dann noch die höheren Stellen des Schwarz, einmal die hohen Flächen in den Kniekehlen und verpassen der Schwertscheide und den Gürteln ein kleines Edge Highlighting. Hier müsst ihr sehr sorgfältig arbeiten, darauf achten, dass ihr eine gute Pinselspitze habt. Na, die Kamera ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen out of focus. Aber ihr seht, ich versuche ganz vorsichtig einfach nur die erhöhten Flächen des Gürtels zu erwischen. Bei der Schwertscheide am Rand genau das gleiche. Da habe ich das gemacht, was ich jetzt hier gerade mit Silber mache. Nämlich mit der Seite des Pinsels ein kleines Edge-Highlighting.
Dadurch bekommt ihr eine sehr schöne gerade Linie. Und das macht ihr jetzt einfach an allen Metallteilen. Schnappt euch euer Silber und akzentuiert einfach alle Kanten, Schrauben, Blitze, halt alles, was ihr vorher mit Gunmetal bemalt habt. Bei der Schuppenrüstung ist es etwas anders. Ihr könnt jetzt anfangen, jede einzelne Schuppe zu bemalen. Oder ihr achtet darauf, dass ihr nicht viel Farbe am Pinsel habt und nehmt die höheren Schuppen und geht vorsichtig von unten nach oben einmal drüber. Jetzt widmen wir uns etwas dem Blau. Das Blau ist so eigentlich schon ganz gut, aber ich würde ganz gerne die scharfen Kanten noch ein bisschen hervorheben. Dafür habe ich mir Magic Blue geschnappt und auch hier mit der Pinselseite ein kleines Edge Highlighting auf alle blauen Flächen gesetzt. Bei dem Gürtel oder diesem Streifen an der Seite müsst ihr ein bisschen vorsichtiger sein und vorsichtig mit einer guten Pinselspitze einmal um die kompletten Dinger drumherum gehen. Auch in der Mitte nicht vergessen, da ist eine kleine Erhebung. Das akzentuiert das Ganze recht schön und lässt es nicht einfach so platt dunkelblau in der Gegend rumstehen. Beim Schild ist es wieder einfach. Ein kleines Edge-Highlighting mit der Pinselseite, einmal rund ums Schild, auf Vorder- und Rückseite. Und eventuell, also ich habe es gemacht, auch noch an diesem kleinen Nupsi unten am Schild, wo die beiden Schildseiten, sag ich mal, spitz zusammenlaufen. Da kann man das auch nochmal machen. Solltet ihr, wie ich, hier einen Fehler machen, schnappt euch einfach nochmal das Stormy Blue und bügelt es aus. Danach werden auch schon die Blitze akzentuiert. Hierfür habe ich Dead White benutzt und vorsichtig über die höchsten Stellen der Blitze an den Schulterklappen hergemalt. Und am Schild, dadurch, dass das Detail sehr schön hervorsticht, wieder ein kleines Edge-Highlighting gemacht, um einfach nur die höchsten Stellen dieses Blitzes zu erwischen. So, wie ihr vielleicht bemerkt habt, ein wichtiger Teil fehlt noch, den wollte ich mir für den Schluss aufheben. Das Pergament, was der Stormcast Eternal hier an der Seite hängen hat. Für die Grundschicht habe ich mich für Khaki entschieden. Einfach schön mit Khaki bemalen, natürlich wieder verdünnt, damit die Details nicht verdeckt werden. Zwei Schichten auftragen und danach das Ganze einmal mit Agrax Earthshade schön tuschen. Achtet hier besonders darauf, dass die Tusche in die Schriftzeichen verläuft, um denen einfach, um die einfach besser hervorzuheben. Das kann man natürlich auch alles mühselig hinterher mit Farben und Highlights erledigen, aber wenn man einfach mal mit der Tusche vorsichtig drüber geht und darauf achtet, dass die Vertiefungen der Schrift schön zur Geltung kommen, habt ihr schon 70% der Arbeit erledigt eigentlich. Nachdem auch die Tusche getrocknet ist, habe ich mir Bone White geschnappt und das Pergament gehighlightet, oder besser gesagt geschichtet. Ein Highlight habe ich hier nicht draufgesetzt. Achtet hier darauf, dass die Runen oder die Schrift halt keine Farbe abbekommen. Dadurch bleiben sie in Vertiefungen, bleiben schön dunkel. Und ja, dann wäre das Pergament auch fertig und wir können zur Base gehen. Für die Base habe ich die Miniatur erstmal von der Base gelöst, einfach um es einfacher bemalen zu können. Und habe mit Strukturpaste angefangen, die Base einzukleistern. Die Strukturpaste dient mir außerdem gleich als Kleber, um den Sand aufzukleben. Einmal kurz in Sand getaucht und fertig.
So, danach muss die Base grundiert werden. Ich habe mich für eine Standard-Base entschieden. Braun, also erdfarben mit ein bisschen Gras drauf. Passt eigentlich zu jeder Platte, auf der gespielt wird. Sieht auch immer ganz hübsch aus. Und dafür habe ich Beastie Brown benutzt. Habe das 4:1 mit Wasser verdünnt. Und pinsel das jetzt nun über den Sand. Die Verdünnung ist insofern gerade ausreichend dafür, dass die Farbe eine Farbe bleibt und keine Tusche. Aber es ist flüssig genug, damit die Farbe schön in die Vertiefung zwischen dem Sand läuft und man sich so eine ganze Menge Arbeit erspart und nicht jedes einzelne Sandkorn anmalen muss. Nachdem das Ganze getrocknet war, habe ich die Base einmal mit Bone White trocken gebürstet. Das gibt der Erde halt ein kleines Highlight, hebt auch die kleinen Steinchen, die auf der Base sind, ein bisschen hervor. Wen es interessiert, ich benutze Vogelkäfigsand. Der hat halt einmal eine relativ feine Struktur und andererseits kleine Steinchen mit drin, die eben die Base ein bisschen auflockern. Nachdem das fertig war und alles ordentlich getrocknet ist, habe ich den Base-Rand bemalt. Auch wieder mit Beastie Brown. Auch hier habe ich zwei Schichten benutzt. Einfach um ein schönes Ergebnis zu bekommen. Und damit der Base-Rand im Endeffekt, ja, dass das Grau nicht mehr durchscheint und es alles schön ordentlich deckt. Nachdem die Farbe trocken war, habe ich mit Leim einfach ein bisschen auf der Base rumgematscht, um das Gras aufzukleben. Könnt ihr euch ja selber überlegen, ob ihr, also ich mache es frei Schnauze, einfach ein bisschen Leim überall hin. Jetzt habe ich gerade gesehen, oh, da hast du eine Art W gebastelt, das wolltest du nicht. Da habe ich natürlich ein bisschen ausgebessert, aber ansonsten male ich einfach mit Leim auf der Base rum, streue ein bisschen Gras drauf und dann ist es eigentlich auch fertig. So sieht die Base dann besandet aus und was jetzt noch fehlt, ist einfach nur die Miniatur aufkleben. Dafür ein bisschen Sekundenkleber an die Miniatur, einmal auf die Base drücken, das Schild ankleben und dann seht ihr hier auch schon die fertige Miniatur. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.